Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Die Staatsschuldenkrise Europas dauert schon nun ein gutes Jahrzehnt, und die rechtspopulistischen Freunde der AfD in Italien zeigen gerade, dass sie noch lange nicht überwunden ist. Im Gründungsmythos der AfD stand ja einst die Euro- und Staatsschuldenkrise, lange bevor sie zu dem wurde, was sie heute geworden ist. Schade, dass Sie zu dem Thema, wo Sie ja mal herkommen, heute nichts gesagt haben. Und dieser Gründungsmythos der AfD ist antieuropäisch zu denken, er ist nationalistisch und er möchte Solidarität verweigern. Leider zeigt das Beispiel Portugal, dieser Gründungsmythos hat sich überholt, er gilt nicht mehr. Was war geschehen in Portugal? Ja, man muss anerkennen oder feststellen, man hat dort schlecht gewirtschaftet und das über viele, viele Jahre. Und daraus ist die Krise letztendlich auch entstanden und das Land stark gekennzeichnet. Was war die Lösung des Problems? Die Menschen in Portugal haben in einer riesigen Kraftanstrengung gemeinsam sich einen rigiden Sparkurs auferlegt, unterstützt natürlich mit Krediten des IWF und der europäischen Partner. Und so konnte der Haushalt Portugals gemeinsam saniert werden. Und das zeichnet jetzt Portugal besonders aus bei dieser Thematik. Anders als man es vielleicht in der Presse vereinzelt dargestellt hat, hat Portugal diesen Konsolidierungskurs, den es mal eingeschlagen hat, nicht verlassen. Und die neue linke Regierung hat zuletzt ganz gezielt Binnennachfrage gesteigert, beispielsweise durch Anhebung von Löhnen, aber auch von Renten, und hat den Sparkurs nicht verlassen. Auf den Punkt gebracht, die Sozialisten haben eine gute Politik vor Ort gemacht. Und wo steht Portugal jetzt? Das Haushaltsdefizit lag zuletzt so niedrig wie nie, wie noch nie in der demokratischen Geschichte Portugals. Die Wirtschaft wuchs 2017 um 2,7%. Die Arbeitslosigkeit ist von 16,2% auf 6,3% gesunken und hat sich nahezu halbiert. Heute beantragt Portugal die vorzeitige Rückzahlung von Krediten an den IWF und auch teilweise an den EFSF. Diese Leistung ist eine gute Leistung, auf die die Menschen in Portugal mit Stolz blicken dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Deutschlandfunk nannte dies kürzlich, ich zitiere, Portugals kleines Wirtschaftswunder. Für mich ist Portugal Europas kleines Wirtschaftswunder. Was lehrt uns Portugal? Die Antwort auf Krisen in Europa kann nie, wie die AfD fordert, sein, weniger Europa. Im Gegenteil, wir brauchen mehr Europa und wir brauchen ein solidarisches Europa. Und es ist mit Sicherheit ein elementares deutsches Interesse, wenn ich das mal hier so betonen darf, mit Blick nach rechts, ein elementares deutsches Interesse, dass es unseren Nachbarn und Freunden in Europa gut geht. Portugal hat es bewiesen. Dankeschön. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, Alois Karl, CDU-CSU.